Hallo, wie versprochen, machen wir heute mal ein Video zum Thema Uhren, Armbanduhren im Speziellen. Und zwar geht es heute um eine sogenannte Hommage-Uhr. Hommage-Uhr. Was ist das, eine Hommage-Uhr? Hommage-Uhr ist eine Uhr, die optisch einer bekannten, teuren Uhr ähnelt, ohne dass sie das Markensymbol fälscht, die auch kleine Unterschiede zum Original aufweist. Also eine Uhr, die ähnlich ausschaut wie eine bekannte teure Uhr. Und zwar handelt es sich um die Pagani Moonwatch. Pagani Design, das ist ein chinesischer Hersteller. Darauf bin ich gestoßen, als ich ein bisschen Uhren angeschaut habe auf YouTube. Und die Uhr hat mir gefallen. Es ist was für den kleinen Geldbeutel. Ich persönlich kann mir also keine Omega Speedmaster Moonwatch leisten, die so um die 7.000, 7.500 Euro kostet. Und diese Uhr schaut dieser Uhr, dieser Omega, sehr ähnlich. Ich habe sie hier schon am Arm, trage sie jetzt seit 2 Tagen. Und ich habe die Uhr gebraucht gekauft, selbst gekauft bei eBay. Ich putze sie jetzt mal schnell ab mit dem Mikrofließlappen. Für sage und schreibe 61 Euro. Da war diese Uhr mit dem schwarzen Lederband dabei und ein zweites Lederband und noch ein Uhrenwerkzeug zum Wechseln der Stege und zum Verkürzen der Bänder. Ich halte euch die Uhr jetzt mal vor die Linse. So sieht die aus. Also vom Zifferblatt her, von der Lünette, von den Maßen sieht sie genauso aus wie die, oder ähnlich aus wie die Omega Speedmaster. Es gibt ein paar Unterschiede zu der Omega. Die Pagani hier hat zum Beispiel bei 4:30 Uhr eine Datumsanzeige. Das hat die Omega nicht. Die Uhr ist auch nicht mechanisch, hat also kein mechanisches Werk wie die Omega, sondern ein Quarz-Hybridwerk. Das heißt, dass die Batterie betrieben ist und das Uhrwerk, wie gesagt, so ein Zwitter ist. Die normale Zeit wird mit einem Quarzwerk angetrieben und die Chronographfunktionen, die große Sekunde, die Minute und die 24-Stunden-Anzeige, die werden mit der mechanischen Komponente angetrieben. Die Lünette ist aus Keramik, also nicht irgendwie so aufgeklebt oder so. Und das gewölbte Kristallglas, Saphirglas, sieht auch sehr gut aus. Das Werk kommt übrigens aus Japan. Japan Movement steht da drauf. Das sei ein Seiko, wie war's, VK63 mit einer Ganggenauigkeit plus minus 20 Sekunden im Monat. Somit dürfte die Uhr vielleicht sogar schon genauer laufen wie das mechanische Omega-Uhrwerk. Das weiß ich nicht, was die für Gangabweichung haben. Also mit dieser Zeitabweichung könnte man leben. Kommen wir zu den Abmessungen von der Uhr. Die Halsehöhe ist 13 mm und der Durchmesser mit der Krone ist 42 mm. Der Rückdeckel aus Edelstahl ist mit so einer Mondlandeszene graviert. Wenn man es am besten sieht, schaut recht gut aus. Verschraubter Boden, verschraubte Krone. Angegeben ist sie mit 100 Meter wasserdicht. Die Drücker sind allerdings nicht verschraubt. Also, wenn man damit im Wasser ist, sollte man die Drücker nicht betätigen. Ich würde sie auch im Wasser nicht anziehen. Ich ziehe keinen Chrono mit Drücker im Wasser an. Also dem vertraue ich nicht. Nur Uhren mit verschraubtem Boden und verschraubter Krone ziehe ich im Wasser an. Also mir gefällt die Uhr. Diese Pagani gibt es so für 115 bis 130 Euro im Netz,
je nachdem, wo man die bezieht. Meine hat 61 gekostet, ist kratzerfrei. Und sie trägt sich gut. Sie ist vom Durchmesser her, trägt sie nicht so stark auf, dass sie jedes Mal am Hemd oder so hängen bleibt. Hat einen ganz guten Tragekomfort, obwohl der Boden mir hier hinten, dieses ganze Motiv und der verschraubte Boden etwas scharfkantig vorkommt, wobei man es beim Tragen nicht merkt. Ja, es muss jeder selbst entscheiden, ob er so eine Uhr trägt. Ich würde sie zum Beispiel nicht kaufen, wenn jetzt da Omega draufstehen wird und sie wird offensichtlich gefälscht. Aber eine Uhr, die einer anderen ähnlich sieht vom Style her, ist, finde ich, legitim. Überlegen wir mal, die Rolex Submariner, die baut fast jeder bekannte Uhrenhersteller in der Form und im Aussehen nach. Ich denke da an Squally oder Zenith. Da kann man dann erstmal, wenn man aufs Zifferblatt schauen, dass das keine Rolex ist. Bandmaß ist 20 mm. Gibt es auch mit Metallband. Die gebrauchte hier aus eBay wurde mir mit Lederbändern geschickt, wobei ich Leder lieber trage wie Metallband. Gut, das war's. Kleine Vorstellung zum Thema Uhren für den kleinen Geldbeutel. Weil, wie gesagt, eine 7.500-Euro-Uhr kann sich nicht jeder leisten, ich auch nicht. Bis zum nächsten Mal und schreibt mir doch in die Kommentare, ob euch das Thema Uhren interessiert, ob ich da mal wieder was bringen soll. So ein bisschen querbeet, was ich gut finde, was ich selber habe, was ich zeigen kann. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Hier die Uhr nochmal zur Ansicht. Die Keramiklünette mit Tachymeter drauf. Dann die verschiedenen Skalen, die Uhr hat. Hier mal die 24-Stunden-Anzeige. Ihr wisst ja, im All, Tag und Nacht gleich, kann man den Tagesablauf hier schauen, ob man Vormittag oder Nachmittag oder abends. Die läuft so einmal rum in 24 Stunden, diese Skala. Die läuft immer mit. Dann haben wir hier unten die normale Sekunde, die kleine Sekunde. Die läuft auch ständig mit. Und hier haben wir den Chronodrücker. Da setzen wir das Uhrwerk in Gang. Da läuft dann die Stoppsekunde. Mechanisch, schleichend, also nicht springend. Im Gegensatz zu einer Quarzuhr normal, weil es ja Hybrid-Uhrwerk ist. Und auf der Skala haben wir die Minutenskala der Stoppuhr, die praktisch bei einer Umrundung eine Minute weitergeht. Leider jetzt vom Zeiger verdeckt, hier auf 16:30 das Datumsfenster mit der Datumsanzeige. Das hat die echte Omega nicht. So, warten wir mal, bis der Zeiger einmal rum ist. Dann zeige ich euch die Nullstellung noch von den Zeigern. Hier seht ihr, unten hupft die Sekunde im gleichmäßigen Takt. Der Sekundenzeiger schleicht. Hier sitzt da der kleine Zeiger eine Minute weitergegangen auf der 60 Minuten Anzeige. Jetzt stoppen wir den Vorgang. Nochmal drauf drücken. Und unten, dann geht es wieder Zeiger Nullstellung. Zack. Chrono wieder zurückgestellt. Jetzt schauen wir uns die Rückseite nochmal an. Hier dieses Mondlandungsdesign. Hier steht nochmal drauf PD Pagani Design 1701. Das ist das Modell von der Uhr. Water Resistant 100 Meter. Und hier ist dieses All, dieses Kosmonauten-Szenario, Astronauten-Szenario mit dem Mond, mit Saturn, verschiedenen Planeten und hier mit dem Space Shuttle.